Hey Punks! Diese Woche herrscht wieder viel Aufregung in der Gesellschaft, denn die Lokführer der Deutschen Bahn treten erneut zum Streik an und demnächst wollen auch noch die Piloten und Erzieher mitziehen. Allerdings richtet sich diese Aufregung meist gegen genau die falschen Leute, nämlich gegen Leute wie dich und mich, die sich nur allzu gerne ausbeuten lassen und mit denen wir uns eigentlich solidarisieren sollten. Dabei geht es nämlich um jeden einzelnen Arbeitnehmer in Deutschland, zu denen du auch gehörst oder wahrscheinlich irgendwann gehören wirst, und fünf Gründe dafür nenne ich dir jetzt. Der am meisten gebrachte Grund der Aufregung über den Bahnstreik sind die vielen Verspätungen, die jetzt eintreffen und natürlich unvermeidbar sind. Leute kommen zu spät zu ihrer Arbeit, wissen oft nicht, welcher Zug denn jetzt fährt und welcher nicht und müssen sich dann irgendwie vor ihrem Chef erklären. Das ist scheiße, ja. Aber keine Sorge, niemand wird deswegen seinen Job verlieren, sowas ist immer noch höhere Gewalt und kein Chef der Welt hat das Recht dazu, dich deswegen zu feuern. Oder zumindest keiner in Deutschland. Trotzdem nervt uns das alle, ich weiß, wir wollen alle nicht warten, sind dann morgen schon schlecht gelaunt wegen den Verspätungen und müssen Pläne, die wir gemacht haben, kurzfristig umstellen oder sogar ausfallen lassen. Genervt wird dann davon geredet, dass der Streik ja jedes Maß an Gerechtigkeit verloren hätte. Aber es ist und bleibt nun mal das einzig legitime Druckmittel, das man hat, um seine Interessen im Arbeiterkampf durchzusetzen. Wie lange so ein Streik dauert und wie oft er stattfindet, hängt dabei auch von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Streik findet jetzt aber auch nur statt, weil in 8 Streikperioden die Deutsche Bahn immer noch nicht auf die Forderung reagiert hat. Ein Unternehmen ist oft nicht einfach so bereit dazu, schließlich macht man weniger Profit, umso bessere Bedingungen man für die Arbeiter schafft und sowas will man natürlich vermeiden. Und solange die Deutsche Bahn den Forderungen eben nicht nachkommt, bleibt den Lokführern nun mal nichts anderes als immer schmerzhaftere Streiks und damit liegen sie jetzt gerade immer noch weit unter dem EU-Durchschnitt. Und ja, ich weiß, es tut uns allen weh und wir alle müssen darunter leiden, aber sollen deswegen jetzt ernsthaft nur noch Leute streiken dürfen, bei denen es niemand bemerkt? Trotzdem wird die Schuld für die Streiks und die damit verbundene Wut immer weiter auf die GDL geschoben, also auf die Arbeitnehmer, die für ihre Rechte kämpfen und nicht auf die Arbeitgeber, die diese Bedingungen dafür überhaupt erschaffen. Die Deutsche Bahn hat sich die Gründe für den Streik nämlich selber geschaffen. Eben dadurch, dass sie als privatisiertes Unternehmen keine Beamten mehr beschäftigen, sondern Angestellte und Leiharbeiter. Bei Beamten wären die Bedingungen, die die GDL jetzt fordert, nämlich bereits eine Selbstverständlichkeit. Bei Angestellten und Leiharbeiter müssen sie diese aber erstmal einfordern. Noch dazu kommt die falsche Vorstellung der Leute, dass die Deutsche Bahn die Aufgabe hätte, sie von A nach B zu bringen und jetzt dabei sabotiert wird. Dabei ist das nur das Bedürfnis der Leute, dass die Bahn ausnutzt, um Profit zu machen, und dabei sind die Bahnmitarbeiter genauso Mittel zum Zweck wie die Kunden selbst, also ihr. Deswegen sieht die Bahn lieber, dass ihre Züge für ein paar Tage lahmgelegt werden, anstatt mit ihrem Geschäft durch höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen weniger Profit zu machen. Der Streik ist nur deswegen entstanden, weil die Deutsche Bahn aus ihren Mitarbeitern, die sie für ihr Geschäft braucht, auch noch möglichst viel Profit ohne Kompromisse ziehen will. Hätten sie bereits früher eingelenkt und bessere Bedingungen geschaffen, dann käme es gar nicht erst zu solchen langen Streiks, wie wir sie jetzt haben. Und das ist nicht die GDL schuld. Dann kommt allerdings der Einspruch, halt Moment, die Deutsche Bahn hat den Mitarbeitern doch 4,7% mehr Lohn versprochen, das sind nur 0,3% weniger als die geforderten 5%. Das ist zwar soweit erstmal richtig, aber dabei wird ja noch ein wichtiger Punkt komplett ignoriert. Am Ende geht es eben doch nicht immer nur ums Geld. Höhere Löhne sind zwar schön und auch eine der Forderungen, genauso wichtig sind aber auch bessere Arbeitsbedingungen, die von der GDL auch von Anfang an gefordert wurden. Dazu gehört, die Arbeitszeit von 40 Stunden auf 38 Stunden zu reduzieren, statt 7 Schichten in 6 Tagen nur noch 5 Schichten in 5 Tagen einzuführen und eine Begrenzung der Überstunden. Außerdem will die GDL, dass die Lokrangierführer, die Angestellten im Speisewagen und die Zugbegleiter in den Tarifvertrag mit aufgenommen werden, um nicht mit schlechteren Löhnen abgespeist zu werden. Der GDL dabei Egoismus und das Ausüben einer Machtposition zu unterstellen, ist dabei auch ziemlich haltlos. Das einzige, was sie machen, ist, gleichermaßen faire Arbeitsbedingungen für alle Angestellten der Deutschen Bahn zu fordern. Sie lenken da ein, wo andere Gewerkschaften sich lieber dem Willen des Arbeitgebers unterwerfen und damit, wie von der Bundesregierung gewünscht, dem Willen des Kapitals. Viele Leute machen ihren Frust auch dadurch deutlich, dass sie betonen, dass sie ja selber viel zu wenig verdienen und deswegen trotzdem nicht auf die Straße gehen und streiken. Das ist zwar wahr, aber für die Lokführer nicht weniger Grund zum Streiken, sondern für andere ein Grund, es erst recht zu tun. Wir leben in einer Zeit voller Dumpinglöhne, in der immer mehr Leute immer weniger Geld verdienen und in der wir mehr Arbeit haben als je zuvor, aber auch immer mehr Armut. Das ist das Ergebnis von Ausbeutung. Das kann man durch Streik sicher auch nicht komplett verhindern, aber man kann immerhin bessere Bedingungen schaffen, unter denen Arbeiter ihre Chefs Monat für Monat immer reicher und reicher machen, um selber ihre Miete bezahlen zu können. Denn genau darum geht es. Der meiste Reichtum in Deutschland entsteht entweder dadurch, eine Firma zu erben oder andere Leute für sich arbeiten zu lassen, die einem dann schön das Geld der Kunden ranbringen. Wenn du zu den Leuten gehörst, die Monat
Monat für Monat schauen müssen, ob das Geld zum Leben reicht, dann solltest du Leute unterstützen, die auf die Straße gehen, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und vielleicht mal fragen, wieso niemand die Deutsche Bahn für die Streiks kritisiert, obwohl sie die Macht hätten, jederzeit die Forderung zu akzeptieren und den Streik zu beenden. Und zu guter Letzt, und da wird es wirklich wichtig für jeden Einzelnen von uns, ist der Streik der Lokführer auch ein Streik gegen staatliche Unterdrückung. Wenn Politiker von einem Missbrauch des Streikrechts reden, dann heißt das im Klartext nichts anderes, als dass es ein Streik ist, der dem Staat nicht gefällt. Und das will man jetzt möglichst verhindern. Deswegen diskutiert man im Bundestag über ein Tarifeinheitsgesetz, das bald in Kraft treten soll und kleine, kämpferische Gewerkschaften im Prinzip mundtot machen würde. Dann wäre pro Unternehmen nur noch eine Gewerkschaft in der Macht dazu, Verhandlungen zu führen. Und das sind meist die kleinen, milderen, die sich allzu gerne nur auf das einlassen, was die Unternehmen denn wollen. Das ist ein fetter Tritt in den Arsch für jeden Arbeiter in diesem Land, der sich nicht einfach so ausbeuten lassen will und sich eben nicht einfach so mit 2% Lohnerhöhung ruhigstellen lässt. Bekennst du nicht deine Liebe zur Ausbeutung und dazu, reiche Leute immer noch reicher zu machen, dann überlegt man halt, dir das Recht auf Streik einfach komplett zu entziehen. Und damit eben genau das Mittel, was unter anderem dafür gesorgt hat, dass wir heutzutage keine 72-Stunden-Woche mehr haben, sondern nur noch eine 40-Stunden-Woche, die wesentlich humaner ist. Ja, Glückwunsch, wenn du dich ruhig ausbeuten lassen willst, dann bleib ruhig sitzen und beschwer dich weiter über ein paar Verspätungen, aber dann beschwer dich in ein paar Jahren auch bitte nicht über deine eigenen Arbeitsbedingungen. Und wo wir schon mal bei Politik sind, erkläre ich euch hier, was das Cannabis-Kontrollgesetz bewirken würde und darüber 5 Gründe für die Homo-Ehe. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, allerdings auch unten in der Videobeschreibung und in der Infocard. Hier geht's noch zum Merch und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.